Hallo, hier meldet sich mal wieder Sorry for Gaming aus der League of Legends Arena. Diesmal ich und Daniel in der Konfe. Ich und Daniel. Ja, Daniel und ich. Oder Michael und Daniel. Oder Waikiki und Buddha Ero. Waikiki und die Buddha. Und wir haben als Verstärkung noch Fiddlesticks dazu bekommen. Und noch einen Wladimir drin. Toll, dann soll ich einen Fähigkeitenstärker-Momo spielen. Das ist wohl totaler Bullshit. Ist mir egal, was du machst. Außerdem werden die wie Summe auf Magieresistenz gehen, weil ihr beide schon Magie abfeuert wie sonst was. Ich mache ja normalen Schaden, ganz klar. So Stacheln sind ja normal, ne? Das tut ja weh, und das ist ja nicht irgendwie magisch, dass ich die aus dem Boden beschwöre. Nee, überhaupt nicht. Scheiße, ja. Ja, alle bereit so hier. So auf Magie und ein bisschen Ach, die werden gar nichts gehen, weil die überhaupt keinen vernünftigen Tank haben, außer den Mundo, der gerade rausgeflogen ist. Ja, soll ich jetzt auf Fähigkeitenstärke gehen, mich wieder mal trauen? Auf jeden Fall solltest du reinhauen, weil wir First Blood bekommen können. Was soll ich? Reinhauen, dass wir First Blood bekommen könnten. Aber ihr beide vercheckt das ja hier. Weil ich mach zwar nur einmalig Schaden, aber der ist ordentlich und Fiddlesticks könnte... Ach komm, ich mach euren Tank. Ja, bin ich jetzt der Einzige, der da unten steht? I'm coming! Not first blood, okay. Tja, dann killen wir irgendwen aus der Mitte, zum Beispiel diese Viecher. Schaffen wir, glaube ich, nicht. Wieso? Ich weiß nicht. Obwohl, der Typ ist nicht dabei, hast vielleicht recht. Ja. Nee, ja, also wir würden es schaffen, aber ich kann nur eine Fähigkeit. Kommst du also mit mir jetzt auf den Lane? Scheint so. Ja, dann mache ich mit Stun als erstes, damit kann ich dir schützen und mich schützen. Und gleichzeitig könnten wir einen Kill machen, wenn wir... Mal gucken, ich weiß jetzt nicht, ob hier einer... Okay. Hey, du Wichser, bleib mal rein. Hier, das ist die Assi-Taktik of all. Den Typen von den Viechern fernhalten. Weil der dann nichts abkriegt. Wir tun so, als ob wir den angreifen wollten. Aber er kriegt nichts von den Viecher ab. Oder wir greifen ihn sogar an dann. In dem Fall, weil du bist ja ein cooler Fernkämpfer, du kannst es ganz gut machen. Hier ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig, den Typen fernzuhalten. Hier könnte man ihn natürlich killen, versuchen und dann geht. Viecher greifen nicht an. Oh, das ist schlecht. So dick ist meine Lebensregeneration auch noch nicht. Hey, müssen mich voll viele angreifen, dass ich so wenig. Alter. Hey, wo sind die denn alle? Da hätte ich auch Fähigkeitenstärke gehen können, wenn die alle nicht ankommen. So geht's auch. Ja, hier ein bisschen futsch. Weil, das ist mir zu nah. Mir leckt's irgendwie so ein bisschen. Achso, ich weiß auch warum. Komm, das ist ein schnelles Game. Also die Taktik. Nein, ja. Nur weil ich gegen die Wand gelaufen bin, egal. Mich hat der Turm gekillt. Patsch. Ich könnte ja noch hier bleiben, ich bleib hier. Oh Mann, diese Viecher greifen mich voll schnell an.
überhaupt keinen Schaden gemacht. Komm drauf. Ah, fail. Viel zu spät meine Kacke gemacht. Ich kann auch nichts. Ich. Mit Level 5 kann ich zumindest ab und zu schon mal meine Blutsaugerkacke. Auch ein bisschen zu spät. Denke ich. Hoffe ich. Muss Morgana die Dreckschlampe. Ich will schon den Drachen killen, ist es denn wahr? Ich glaube, der kriegt dann sogar hin über längere Zeit. Was ist denn da los, ey? Ich geh mal eben hoch. Ja. Ich helf ihm nicht, aber. Dr. Mundo ist hier am Chillen. Er schafft sogar. Aua! Ja? Level 5 schon Dingens, ey. Ja, warte, was ist denn? Essenz ausweichen, ja. Ausweichen ist ganz gut. Nein, gar nichts abbekommen. Scheißen Dreck, ey. Alter, der Fiddlestick geht mal richtig ab. Alter, die versuchen mich jetzt schon das zweite Mal zu ficken, ey. Ständig unterbrochen, ey. Ich kann nicht eine Sekunde lang. Diesmal haben sie es auch geschafft. Uhr spielen hier. Warum reißt du den an? Wie oft bist du denn gestorben? Das erste Mal, Junge. Ja, eben aber auch schon fast. Ich musste meine Ulti versemmeln, damit ich da rauskomme. Hinten.
gehen die Viecher vor und er sieht mich nicht, wenn ich in den Busch reingehe. So der Plan. Jetzt kommt er hier hin, hoffe ich. Und ich mach da gleich meine Ulti rein. Oder soll ich nicht meine Ulti reinmachen, nur meins dann? Nein, nicht reinmachen, da kommt nämlich noch jemand. Scheiße. Ich hab jetzt einen Ass. Kann sich nicht das Ding da in der Mitte entzücken, was nicht da ist, oder? Er ist der Master of the Game. Wir nicht. Ich denke, er ist Level 30, das kann nur so sein. Ja, das hat damit nichts zu tun, das war irgendwie gerade scheiße. Ich weiß, die Ulti von der, dürfen wir nicht rein, dürfen wir nicht so in Zeit drinstehen. Von der Morgana. Das ist wohl klar, ich dachte aber eigentlich, ich hätte die. Ja, aber das Dumme ist, dass ja meine Blutlache so derweise kacke genervt wurde, dass das überhaupt nicht mehr. Kann das nicht mehr blocken. Die ist ja jetzt nochmal genervt worden von der Zeit, von einer Weile. Ich wollte ihn schnell den Sieg machen. Kriegen wir jetzt, glaube ich, hin. Ich krieg so langsam meine Items für den Bums. Dann läuft das. Ah, Morgana kommt da hin. Hier ist im Busch. Zu langsam. Die hat ein Schild. Ja, das habe ich gesehen. Hab aber nicht drüber nachgedacht. Hab einfach nur standardisiert. Ach, da wollte die mich ficken, die Schlampe. Die Morgana ist nicht schlecht, aber der Rest ist totaler Bullshit. Ja. Ja.